Ja, herzlich willkommen bei Reisen Biele Dön. Mein Name ist Eugen Bolthoff und heute wollte ich euch den Hobby Optima T65 HFL vorstellen aus der Modellreihe 22. Der steht hinter mir. Wenn wir einmal von uns die Seitenansicht anschauen, Patrick, dann erkennt man es halt wieder direkt am Design, dass es sich um Optima On Tour handelt, am Außendesign zu erkennen. Der T65 HFL heißt hier einmal aufgestückelt 7,3 Meter lang, 2,33 breit, 2,88 hoch. Und das HFL steht einmal für französisches Längsbett mit dem Hubbett dabei. Das Besondere bei Hobby- und den Hubbett-Fahrzeugen ist das, dass die Hubbetten immer grundrissgebunden sind. Sie sind keine Option wie bei anderen Herstellern. Das heißt, Hobby achtet immer sehr darauf, dass das Hubbett so positioniert ist, dass die Aufbautür immer frei ist. Aber das werdet ihr gleich mal im Detail sehen. Ja, was können wir noch sagen? Wir haben, wie gesagt, einen 4-Personen-Wagen, Hubbett plus französisches Bett, aber da gehen wir gleich drauf ein. Ich würde sagen, wir gehen einmal außen rum und schauen uns erstmal das Design von außen an und einmal die Features, die der Hobby mit sich bringt. Und ich erkläre euch ein bisschen was dazu. Wir gehen einmal rum. Unseren altbekannten CE-Stecker, den kennen alle, die schon mal verreisen im Reisemobil. 100 Liter Frischwasser, 96 Liter Abwasser. Bei den On-Tour-Modellen Abwassertank isoliert und beheizt ab Werk. Einmal das großzügige Gasfach mit dem Schwerlastschienen, sodass ich wirklich beide Gasflaschen rausziehen kann. Hier die Option natürlich, das Ganze mit einer Mono- oder Duo-Control zu erweitern. Der HFL, wie er hier steht, ist auch bei uns in der Vermietung verfügbar. Da haben wir, glaube ich, 4 oder 5 sogar von in der Vermietung. Er eignet sich halt super als Mietwagen, weil man hier einfach den Vorteil hat, man kann den Wagen wirklich auf eine breite Masse anbieten. Das heißt, es ist ein geeigneter 2-Personen-Wagen, da das Hubbett wirklich nicht stört. Ich bin 1,86 und kann da immer noch vernünftig drunter stehen. Und man kann auch halt wirklich Familien damit abdecken, wenn man einen 4-Personen-Wagen vermieten will. Funktioniert super. Hinten links haben wir eine Fahrtrichtung, deshalb ist auch hier die Toilettenkassette. Einmal die Toilette und dahinter liegt die Dusche. Das zeige ich euch gleich nochmal, wenn wir von innen uns den Wagen anschauen. Ja, dann haben wir die Achtersicht, wie man es kennt, mit dem Optima On Tour Schriftzug oben. Den breiten Kennzeichenträger bzw. Leuchtenträger. Das Fahrzeug hier, wie ihr seht, hat jetzt noch keine Rückfahrkamera oder ein Radio. Das bieten wir halt individuell bei uns an. Man kann es natürlich auch auf Werk mitbestellen. Bloß wie gesagt, wir bestellen die Fahrzeuge immer leicht unterschiedlich und hier bieten wir das Ganze als Nachrüstset bei uns im Haus an. So, wie vorhin erwähnt, ist der HFL bei uns halt in der Vermietung auch sehr beliebt, wegen der Option 2 oder 4 Personen. Und was viele Kunden halt immer möchten, sind halt immer diese großen Heckgaragen. Wenn wir hier schauen, wir haben hier beim französischen Bettwagen auch eine große Heckgarage. Sie ist schön tief, sie ist zwar nicht die Bauhöhe. Für Fahrräder ist es da geeignet, einen Heckträger zu montieren oder eine Anhängerkupplung. Bei unseren Mietfahrzeugen haben wir zum Beispiel das erstere, die haben alle einen Heckträger, wo man die Fahrräder draufstellen kann. Und hier ist ein cooler Gimmick, die Heckgarage ist hier nochmal zweigeteilt. Das heißt, wenn ich das französische Bett hochklappe, habe ich nochmal ein separates Fach, wo ich wirklich nur von innen dran komme. Und sonst kann ich den Rest, Patrick zeigt es euch gleich nochmal, wirklich hier einladen. Da habe ich wirklich eine schöne Bautiefe, das heißt, ich kann Stühle, Tische, Liegen, Grill, alles bis nach hinten durchladen. So, was haben wir noch? Optional, die ist hier nicht Serie beim On Tour, ist die Markise. Die bestellen wir eigentlich fast grundsätzlich immer mit bei unseren Fahrzeugen. Genauso wie die Tür mit Doppelverriegelung. Was immer viele denken, ist, dass die Tür aufpreispflichtig ist wegen der Extrabreite. Bei Hobby ist die Tür immer extra breit. In der Standardausführung hat sie nur die einfache Verriegelung und keine Scheibe. Hier haben wir das Ganze bestellt mit der Scheibe und der Doppelverriegelung. Optional gibt es den auch. Hier haben wir die Serienvorhängefenster. Optional gibt es das Fahrzeug auch mit Vorhängefenstern. Das ist aber eine reine Kundenwunschfrage, was wer wie gerne haben möchte. Ja, und zum Schluss haben wir einmal hier unseren Kamin von der Truma 6. Wie gesagt, wir haben hier die Truma 6 serienmäßig als Option. Das Ganze natürlich auch als Hybrid-Truma Kombi 6 eher erweiterbar, aber sonst für den normalen Gasbetrieb die Truma 6. Ja, herzlich willkommen zurück. Jetzt sitzen wir schon im Inneren des Hobby Optima T65 HFL. Ja, wie wir sehen, wir haben die Pilotensitze hier als Sonderoption, das Ganze mit dem Wohnraumstoff bezogen. Das Ganze ist hier eine Option. Die Pilotensitze sind aber immer in der Serie drehbar und haben die Armlehnen. Ja, Patrick zeigt es euch gleich. Wir haben hier eine großzügige Dinette. Wir haben einmal einen Viersitzer, das heißt, wir haben Fahrer-, Beifahrersitz und eine Doppeldinette mit Dreipunktgurten. Und dann haben wir noch einmal eine schöne Querbank, wo hinten, beziehungsweise vorne in Fahrtrichtung, die Heizung sitzt und dahinter nochmal ein großzügiges Staufach ist. Aber das schauen wir uns gleich im Detail an. Genau, der Tisch ist hier genauso wieder erweiterbar, dass wirklich auch alle dementsprechend hier sitzen können und auch genug Platz haben.
Und ja, wenn du jetzt einmal hochfilmst, Patrick, dann sieht man es auch. Dann stehe ich sozusagen hier schon unterm Hubbett. Das Hubbett ist hier elektrisch, einfach über Knopfdruck zum Runterfahren. Das heißt, das fahren wir auch gleich einmal für euch runter und zeigen euch einmal, wie das Ganze hier vonstatten geht. So, das Hubbett, wie gesagt, ist elektrisch, fährt sich schön weit runter, hat eine Liegefläche von 1,40 auf bzw. 1,20 im Fußende auf 2 Meter. Und dann sind wir auch schon in der Küche angekommen. Hier haben wir unseren Hobby bzw. unseren 3-Flammen-Gaskocher mit elektrischer Zündung, unser Edelstahl-Waschbecken und dann unseren altbekannten schönen Küchenschrank mit dem Rollpanzer in der Mitte und das Ganze natürlich hier auch nochmal mit den einzelnen Lichtschaltern vergeben, was, finde ich, super schön gemacht ist. Und super praktisch ist halt hier das Ablagefach, wo wir auch direkt die Gashähne haben. Und auf der anderen Seite, wenn wir uns einmal umdrehen, haben wir dann auch unseren, wie ihr es glaube ich schon aus unseren anderen Videos kennt, wenn ihr es schaut, unseren Dometic Automatik-Absorber-Kühlschrank mit dem Doppelanschlag. Automatik-Absorber-Kühlschrank heißt, wir haben hier drei Betriebsarten. Der Kühlschrank läuft auf 230 Volt, 12 Volt und Gas. Priorisiert sind dann aber, wie gesagt, die 230 Volt und der Gasbetrieb, der 12 Volt Zustand ist eher ein Haltungsbetrieb. Genau, und dann halt, das, wo alle immer sich drüber freuen, ist einmal der großzügige Kleiderschrank, den wir haben. Hier ist auch einmal die Leiter angebracht fürs Hubbett. Und hinter dem Schrank verbirgt sich dann auch sofort das großzügige Badezimmer. Wir haben hinten angelegt die Dusche, das heißt, hier haben wir extra wirklich eine separate Duschkabine mit einer Duschtür. Ja, und dann haben wir hier mittig einmal Waschbecken, Spiegelschränke zum Öffnen und die Toilette angebracht. HFL, sagte ich ja, heißt ja einmal französisches Längsbett. Deshalb, und hier, wenn man hier einfach am Rost zieht, fährt das Bett schon hoch. Und hier ist auch das erwähnte kleine Fach, was wirklich nur von innen zu erreichen ist. Und dann haben wir da einmal das große Fach. So, ja, das war unsere kleine Roomtour über den Hobby T65 HFL als On-Tour. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ja, fassen wir die Eckdaten nochmal zusammen. Der HFL hat eine Baulänge von 7,3 Meter, 2,33 Meter breit, 2,88 Meter ungefähr hoch. Basislistenpreis zuzüglich Transport und Fracht sind 60.100 Euro. Das Fahrzeug hier weist ein bisschen Sonderausstattung auf, deshalb liegt der Wagen knapp bei 65.000 Euro. Falls wir euer Interesse geweckt haben, kommt gerne vorbei. Wir bieten Individuallösungen an, sprich Solar, Sat, Navigation, gerne nach euren Wünschen an. Und solltet ihr Fragen haben, schreibt uns, meldet uns oder kommt gerne vorbei, ihr seid herzlich eingeladen und den Rest besprechen wir uns vor Ort. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, abonniert uns, schreibt uns und dann würde ich sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen!